Am Ende ist es so, dass sich der Fußball entwickelt, dass sich die Spieler entwickeln und wenn sich der Trainer oder der betreuende, anleitende Übungsleiter nicht weiterentwickelt, dann gibt es dann irgendwann einen Stillstand. Hallo lieber Sören Hartung, du bist hier bei Mainz 05 U17 Trainer, hast aber schon eine lange bewegte Zeit im Verein hinter dir und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns hast. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Wir drehen jetzt Full Disclosure zwischen eurem ersten und zweiten Spiel. Die Kolumne erscheint nach eurem zweiten Spiel. Seid ihr leider mit einer bisschen unglücklichen Niederlage in die Saison gestartet? Wie baut man so eine ja auch ganz neu zusammengekommene Mannschaft dann nach so einem ersten Spiel wieder auf? Richtig aufbauen müssen wir sie eigentlich gar nicht, weil es eher um die Art und Weise geht immer in den Spielen bei uns. Das heißt, wir betrachten natürlich das Ergebnis, schauen drauf, wie das Spielergebnis war, aber es geht um die Art und Weise und da waren wir eigentlich mit zufrieden. Das sind ja hauptsächlich Spieler, die eben letztes Jahr in der U16 waren. Habt auch, ich glaube, 3 Externe dazu bekommen. Ne? Ja. Wie wichtig ist es denn, dass ihr im NLZ über alle Jugendmannschaften hinweg so eine gemeinsame Spielphilosophie hat, die man dann aufgreifen und weiter aufbauen kann? Ja, das ist extrem wichtig, weil wir zum einen dann unterhalb der oder innerhalb der Trainerschaft auch die gleichen Worte sprechen, dass die Spieler erkennen, was ist uns wichtig für das Spiel, was ist uns wichtig für das Training und auch natürlich dann vorbereitet sind auf die nächste Altersstufe. Also sie müssen sich nicht groß anpassen, sie müssen nichts Neues lernen, um überhaupt mal reinzukommen, zu starten. Und das hat den großen Vorteil, dass dann auch der Weg in die nächste Altersstufe extrem kurz ist. Und das sehen wir ja auch dadurch, dass dann Spieler, die in der U17, so wie letztes Jahr Maxim Dahl, die komplette Saison bei uns machen und dann plötzlich im Finale der deutschen U19-Meisterschaft mitspielen können und genau wissen, was ist von ihnen gefordert und was ist unser Spielprinzip und was ist die Art und Weise, wie wir auftreten wollen und dann natürlich einfachere Wege haben, als wenn sie sich jedes Jahr auf was Neues einstellen müssten. Ihr habt im NLZ ja im Prinzip 3 Bereiche, also so den Kinderbereich, den Mittelbau, die Jugendlichen und die U23. Was ist für dich als Trainer in diesem Mittelbau besonders reizvoll? Ja, ich bin ja eigentlich schon die unterste Altersstufe vom oberen Bereich, ja. Aber natürlich auch der Übergang dazu, also von dem mittleren Bereich der Übergang. Besonders reizvoll ist, dass das immer noch so eine Phase ist, wo die Jungs extrem viel lernen und extrem viel aufsaugen. Das ist so eine pubertäre Phase, die entwickeln sich körperlich, also man kann da fast zusehen, wie sie noch wachsen, sich körperlich entwickeln, athletischer werden, das Spiel schneller wird, aber auch wir haben die Möglichkeit, ihnen schon erste Handhabe mitzugeben. Wie verhalte ich mich auf dem Feld? Wie verhalte ich mich mannschaftstaktisch? Wie bereite ich mich vor? Wie laufe ich an? Wie will ich den Ball haben? Wie will ich spielen? Was sind da vielleicht auch menschlich die besonderen Herausforderungen im Alter? Die sind extrem herausfordernd, weil die Jungs natürlich gerade in so einem Übergang stehen, Abschluss in der Schule, Übergang zum Abi, das heißt, wechseln sie nochmal die Schule, gehen sie in den höheren Altersbereich in der Schule, machen sie einen Realschulabschluss. Das ist der eine Punkt und zum anderen ist es eine Persönlichkeitsentwicklung, das heißt, sie werden immer eigenständiger, die reisen selbstständig an, sie kümmern sich um ihr Material, es gibt nicht mehr so, dass wir sagen, der Trainer putzt die Bälle und pumpt sie auf, sondern die Spieler müssen sich selber organisieren, dass das Material bereit liegt. Also es ist auch eine Entwicklungsphase für die Jungs und da müssen wir sie natürlich begleiten, weil es auch für jede Persönlichkeit schwierig ist, sich auf solche Sachen einzulassen. Also man hat auf der einen Seite hat man eine Verantwortung, auf der anderen Seite hat man einen Konkurrenzkampf. Dann ist es so, dann muss man mit Leistungsdruck umgehen, dann ist es so, man muss mit schulischem Druck umgehen, man muss sich selbst organisieren. Also es ist schon ein großes Brett, was die Jungs dann bohren müssen. In jeder Phase, die sie dann auch haben, wenn es ihnen gut geht, betreuen wir sie gerne und wenn es ihnen schlechter geht, betreuen wir sie genauso gerne. Sehr schön. Du bist schon richtig lange im Verein, 15 Jahre und hast schon ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche wirklich bekleidet. Also du warst im Bereich Athletik von Anfang an sehr stark involviert, du warst als Co-Trainer unter anderem bei Thomas Tuchel in der U19, später dann auch bei Sandro Schwarz. Du warst im Profibereich bei Martin Schmidt Co-Trainer. Ist das manchmal für dich selber ein bisschen erstaunlich, was für eine Fülle von verschiedenen Erfahrungen du schon gemacht hast im Verein? Absolut. Es war immer einfach für mich, mich in die Bereiche wieder reinzufinden, weil ich eigentlich so von der Pike auf es mitgelernt habe und hier alles miterleben durfte. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir uns morgens um 7 getroffen haben und ich den Kabinentrakt putzen musste, weil wir gesagt haben, wir müssen uns jetzt mal rausputzen, weil wir eine Vorstellung haben und das NLZ präsentieren müssen.
Das war auch noch so eine Phase, die ich mitgemacht habe. Es war eine Phase, wo ich viel lernen durfte als Co-Trainer. Es war eine Phase, wo ich auch in andere Bereiche reinschnuppern durfte, wie Videoanalyse, Athletiktraining. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, diesen Erfahrungsschatz zu haben und auch vieles zu kennen, für jede Tür einen Schlüssel zu haben. Ja, das ist so ein plakatives Beispiel. Und trotzdem ist es so, dass ich versuche, mich an jedem Tag auch dann wieder weiterzuentwickeln und neue Sachen zu lernen. Ist das so eine Art Puzzle, an dem man so als Trainer immer weiter arbeitet, wo immer noch neue Teile dazukommen? Absolut. Das ist am Ende auch eine Sisyphus-Arbeit, weil man natürlich dann jedes Mal auch sich selber reflektieren muss. Ich erwische mich auch oft dabei, dass ich denke, die Übung, die hast du jetzt schon dreimal gemacht, ist es das überhaupt noch? Willst du die überhaupt noch machen? Und die klappt zwar immer, aber gibt es was anderes? Und dann muss man auch mal in das Risiko gehen und sich überlegen, ja, ich mache jetzt einfach mal eine andere Übung zu dem gleichen Thema, probiere die aus und probiere mich da aus. Und das dazuzulernen ist einfach so eine Aufgabe von mir selber, weil ich stelle die Anforderung auch an die Spieler. Das heißt, ich erwarte von den Spielern, dass ich jeden Tag was mitnehme im Training. Dann muss ich auch von mir ausgehen, dass ich jeden Tag was selber mitnehmen will oder auch selber was Neues mit einbringen will. Thema Veränderung und Entwicklung. Was sich auch verändert, ist die Junioren-Bundesliga, also U19 und U17. Nicht ab dieser, sondern ab der kommenden Saison wird es nicht mehr das Staffelprinzip geben, sondern quasi so eine Art regionale Vorrunde und dann eine Hauptrunde. Ne? Was ist deine Meinung dazu und wie seid ihr da als Vereine auch in diesen Entwicklungsprozess mit reingenommen worden? Beschlossen wurde es ja jetzt im Frühjahr. Also der Entwicklungsprozess ging, ich würde mal behaupten, mehrere Jahre oder sehr lange dann auch. Die Vereine waren alle involviert, genauso wie der DFB, die Landesverbände, und das ist ein durchdachtes System, was den großen Vorteil hat, dass du im ersten Moment nicht mehr diesen Spieldruck hast, um zu schauen, was passiert, wenn ich jetzt zwei Spiele verliere, dann rutsche ich in irgendeine Abstiegszone, sondern man kann sich in dem Moment taktisch, technisch ausleben. Es hat auch den großen Vorteil, dass mehr Risiko gegangen werden darf. Also es gibt nicht mehr die Fehlervermeidung und eine Mannschaft stellt sich hinten rein und hofft, dass sie 0-0 spielt. Und der zweite große Vorteil ist, dass es rausgeht aus dieser regionalen Liga, die wir jetzt haben. Also die Junioren-Bundesliga Süd-Südwest ist so, dass die Jugendspieler, die jetzt in der U17 sind, in Testspielen in der U16 gegen Hoffenheim gespielt haben. In Testspielen in der U15 gegen Hoffenheim gespielt haben. Dann spielen sie in der U17 wieder gegen Hoffenheim. In der U19 spielen sie wieder gegen Hoffenheim. Das heißt, du hast eigentlich immer die gleichen Vergleiche gegen die gleichen Spieler, weil die mit dem Jahrgang auch wandern. Und so hast du auch mal ein Spiel, wo du denkst, oh, das mal, der gegen den man noch nie gespielt. Ja. Also es ist ein neuer Anreiz und es ist der Anreiz des Unbekannten. Dann lassen wir uns gerne mit dir überraschen, wo dich dein Weg weiterhin führen wird. Vielen lieben Dank für die Einblicke in deine Arbeit. War super spannend. Du bekommst die nicht mehr Mainz 05 Gummibärchen. Die sind zurzeit mindestens auf Halde, vielleicht auch abgeschafft, aber in der Bordpiratin Gummibärchentüte Fruchtberge. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Gerne.